Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Ja, jetzt sind wir beim Fall Der goldene Schmetterling. So, fahren wir mal hin zum Tatort. Unser Kollege hier fährt, oder? Rusty, du bist mein Fahrer. Das geht ein bisschen schneller, kann ich das überspringen? Rusty. Einmal fahren, bitte. Wunderbar, dankeschön. Geht doch. So, wir hatten ja jetzt einen ähnlichen Fall, kann man ja schon fast sagen, ne? Also auch wieder mit Metallgegenstand und... Ich bin gespannt. Now boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short, for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. Haben wir den nicht abgeschlossen? Ich meine, das war auch der davor. Den hatten wir doch abgeschlossen. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Also hängen die doch alle ja zusammen. Pass auf, wir müssen die mal verscheuchen hier. I was first on scene. No other report. This is a crime scene. All of you move along. Du? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Unter dem Pfefferbaum. Okay, schauen wir uns mal den Pfefferbaum an. Wo ist der Pfefferbaum? Unter dem Pfefferbaum. Da, guck mal, da ist doch alles abgesperrt. Da sind wir doch auch hier richtig. Wer bist du denn? Hier haben wir etwas. Fußspuren, Fußabdrücke. Und kleine Männerschuhabdrücke. Kleine Männer. Schuhabdrücke, so. Eine Handtasche. Elternbeirat, aha. Well, we have a name. Can you run Deirdre Möller by R&I? Back in a second. Wunderbar. Ah, da kann ich noch was auswählen. Hm. Alles nicht Raub war vielleicht? Cole? Cole, hast du da noch etwas drin? Ich glaube nicht, ne? 1, 2. Ne, 2 Sachen nur. Hoffe ich. So, da haben wir die... Das ist ja fast wirklich identisch. Ich wollte noch einmal kurz gucken, ob es noch irgendwie etwas gibt hier. Da war noch was. Ach, wieder eine Kippe, die keine Rolle spielt. Aber komischerweise an jedem Tatort eine, ne? Da war auch was. Ah, die ist schon älter. Ich glaube, das war's, oder? Kann das sein, dass es das war? Ja, das war's. Okay, wunderbar. Gerichti, was geht ab? Ja, ist doch eindeutig. Ist doch genau das Gleiche. Seilmuster. Die wird auf jeden Fall hinten die Wunde haben. Das haben wir ja gesehen gehabt. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Fingernägel abgebrochen. Also wird sie sich gewehrt haben oder hier in den Sand oder in die Erde ja, eingegraben ist ja falsch. Verankert haben. What's this mark? A cut on the finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Ja, dann werden wir wirklich da permanent die Falschen verurteilt haben. Oh, schön pixelig. Ich kann gerade gar nichts machen. Hä? Das interessiert dich nicht, oder was? Ne, interessiert ihn wohl nicht. Aber es wurde ja eindeutig auf ihr irgendwie herumgetreten, ne? Boah, stand zumindest jemand auf sie. Ja? Ach, du sagst das. Oh. Grab the husband, take him downtown and work him over. We could have this wrap. Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. Acht. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Meine Güte, ey, ich möchte mal einen anderen. Ich möchte Bukowski wieder haben. Ich will nicht diesen alten, komischen Typen da haben. Der ist voll nervig. Hier, wir nehmen jetzt diesmal ein Polizeiauto mal. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Ja, das sage ich dir jetzt. So, Vogel. Bisschen schneller fahren, ja? Oh, das heißt wirklich, wir haben die Falschen verurteilt. Zumindest den Falschen bei dem Fall davor. Aber dieses Mal haben wir auch keinen Lippenstift irgendwie gefunden, ne? In der Handtasche. Okay, ich gehe rein. Phelps and Galloway. LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Möller. Can we come in? I suppose so. Der nicht. Lass den draußen. Thank you. Nicht schlimm. Could you have a seat for me, Michelle? Ich schaue mich um. Er macht sowieso nichts. Eine Notiz. Was haben wir da? Don't? Nee. Kann ich echt nicht lesen, ne? Das ist unangenehm. Da war was? Ach, das Glas oder was? Ach, Cole, komm schon. Nein, natürlich nicht. Cole, was willst du jetzt? Die Möhre nehmen? Ich glaub's nicht, der nimmt wirklich die Möhre. Boah, du bist so ein Möhrenkopf, ne? So, das ist ihr Zimmer. Ach, Cole, hör doch auf. Was willst du denn damit? Aber er sagt nicht, dass es irrelevant ist. Aber es kann ja nur irrelevant sein. Weg damit, komm. Weiter geht's. Was haben wir hier? Nichts. think this is any use to us. Super. Voll unbrauchbare Geschichten hier. Ja, er bewegt es nur nicht. Jetzt. 8. Size 8. Den kann ich auch nehmen. Aber da sagt er nichts Neues. So ist genau das Gleiche. Wunderbar. So. Nimm nicht die Bürste, bitte. Das ist nett. Mach mal auf. Lady. Okay, wunderbar. Eine Armbanduhr, die schon mal fehlt. Und dann haben wir hier das Ringetui, ne? Ja. No sign of a wedding ring. So, da sind wir fertig mit. Dude. Haben wir noch was? Da kommen wir nicht rein, ne? Ich glaube, das war's. Telefon. Zack, da ist auch nichts. Auch nicht. Nö. Auch nicht. Und hier auch nicht. Okay, ich setze mich mal. Is this about mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. So einfühlsam. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Och, zack, geht wieder. Fehlende Uhr und Ringe. Zustand der Ehe der Eltern. Machen wir mal den letzten Kontakt. Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Ja, die erzählt nicht die ganze Wahrheit. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Das heißt, er war nicht da. Wunderbar. So, fehlende Uhr und Ringe. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Hm. Warum sollte sie da lügen, ne? Sie guckt so ein bisschen komisch. Ah, komm. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes. The yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her. Hat die nicht gerade gesagt, die hat da nie drauf geachtet? We had a fight. Jetzt kann sie ganze Roman dazu verfassen? Make-up present. Zustand der Ehe. Mom and Dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Man guckt sie ein bisschen angry, ne? Und ein bisschen, ja, zweifeln wir mal an. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. Mommy always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Möller. Da war der goldene Butterfly, Schmetterling. Da ist der Vater. Guck mal einer an. Grüß dich. Daddy, the police are here. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here and interrogate her. Ne? Like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? The... But she only. Aber ich komme nicht drauf, woher. Also jetzt nicht aus dem Spiel, ne? Okay, was haben wir? Wir haben einmal die Schuhabdrücke, wir haben einmal das Alibi für Hugo Möller und wir haben einmal die vermissten Meldung. Machen wir mal die Schuhabdrücke am Tatort. What size shoe do you wear, Mr. Möller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Na, da wissen wir, dass das auf jeden Fall falsch ist. Why are you lying to me, Mr. Möller? Why would I lie to you at a time like this? Ja, pass auf, zeige ich dir. Aufgrund das. Deswegen. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Warum hat auch kleine Schuhe? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Das ging viel zu schnell. Und er guckt nach unten. Alibi des Ehemanns. Lüge? You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Ah ne, vor allem haben wir auch die Tochter, ne, die gesagt hat, er war nicht da. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Jetzt haben wir noch die Vermisstenmeldung und frühere Fälle von Gewalt. Ach so, bei ihm. Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Das ist das gleiche jetzt wie bei der Tochter. Das würde ich jetzt sagen. Ja, er versucht das so ein bisschen, ne? Zweifeln wir mal an. No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Das war richtig, jawohl. So, und dann haben wir noch die früheren Fälle von Gewalt. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, God damn it. Das ist eine Lüge, weil wir wissen ja von der Tochter, dass er da schon mal so eine, ja, Schmuck geschenkt hat. Die Brosche, ne? Die Brosche war das, glaube ich. Möller nach Vorfall von häuslicher Gewalt. Häuslich. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phil. 35 Erfahrungspunkte. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Möller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. Should go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence. Die Nachbarn? Ah, wo sind denn die? Da, guck mal. Die winkt schon so. Hello, Detective. Hello. How are you? I'm coming. Hello, Sonnenblumenfrau. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Möller screaming. Did you see Mrs. Möller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Möller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Hey, jetzt muss ich den wirklich... Ah, guck mal, da brennt was. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Einmal stehen bleiben, bitte. Wer bist du denn? Zum Niederreißen, antippen. Ey, ich war gerade so nah dran. Da mache ich die ganze Zeit. Ich hab ihn. So macht man das. So hätte ich auch die anderen kriegen können wahrscheinlich. Ich soll das jetzt machen. Die Schuhe. Blut? Ja, erklär mal. Ich verstehe das alles nicht, dass die jedes Mal aber irgendetwas haben, also, ne? Der eine hatte die Metallstange, er hat jetzt die Schuhe. Ganz, ganz merkwürdig und komisch. Telefon. Das ist ein Telefon? Was bist du? Soll das ein Briefkasten sein, so à la Vogelhäuschen oder wie? Anscheinend schon. Komisch. Aus dem Weg bitte. Auf. Oh, das tut mir aber auch leid. Also, Ja, ich komme nicht dran. Da ist irgendetwas blau jetzt. Hä? Wer quatscht da? Belmont High oder Leichen? Leichenschauhaus erst? Ja, komm. Hallo, ich fahr doch nicht. Warum habe ich denn hier ein Telefonsymbol? Ich hatte gerade auch eins und dann war es weg. Ich teste das jetzt nochmal. Cole Phelps, Badge 1247. Ach, für die High School, genau. Hm. Okay, danke schön. Gut, wir haben die High School und er fährt mich jetzt zum Leichenschauhaus. Frag doch nicht einfach so, der fährt schon. Das sage fährt er. Der will sich das immer einfach machen, der Drecksack. Da sind wir schon. Angekommen. Los Angeles County. Gut, und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal reingehen. Also, bis dahin.